Are we ready for a new world order? Very important. The United States is in the state of war. Undeclared total war. The key to the new war. Hallo und willkommen zurück zur Jeremy Elliott Show. Die Menschen von heute denken, dass das göttliche Recht der Könige zu herrschen ein veraltetes, antiquiertes Konzept ist, das nicht mehr in Gebrauch ist. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. In dieser Folge werden wir sehen, dass das Konzept des göttlichen Rechts der Könige zu herrschen sehr lebendig ist und gedeiht, und wir werden uns die Autorität ansehen, durch die die Elite glaubte, dass ihr dieses göttliche Recht zu herrschen gegeben wurde. Es gibt diejenigen, die sich selbst als die Elitefamilien der Erde betrachten. Heute führen sie ihre Blutlinien bis in die antike Vergangenheit zurück. Vor Alexander, vor den großen afrikanischen Königen und den Pharaonen Ägyptens Ramses II., Thutmose IV., Amenhotep III., den II. Und den I. Über die Könige von Babylon Nebukadnezar IV., bis hin zum alten Sumer in der Liste der sumerischen Könige, wo die großen Kulturhelden von einst, denen die Zivilisierung der Menschheit zugeschrieben wird, entweder Götter, halbgöttliche oder quasi göttliche Wesen des alten Sumer wie die Anunnaki oder die Apokalo waren. Die sieben Weisen, die sich in den sieben antiken Städten Eridu, Ur, Nippur, Kolab, Kesh, Lagash und Shur-Apak befunden haben sollen, haben es entweder mit menschlichen Frauen getrieben, um den nächsten Gottkönig zu zeugen, oder sie haben die Menschheit die Geheimnisse der Schöpfung und der Zivilisation gelehrt. Heute ist das göttliche Recht der Könige zu herrschen in der europäischen Geschichte eine politische Doktrin zur Verteidigung des sogenannten monarchischen Absolutismus. Was ist aber monarchischer Absolutismus? Dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Pause. You can also support us by going to the iconic label and purchasing a hat, a hoodie, or some gear. Was war das göttliche Recht der Könige zu regieren oder was als monarchischer Absolutismus bekannt ist? Nun, das war die Vorstellung, dass die Autorität des Königs, zu regieren, ihm von den Göttern oder von den alten Weisen durch Riten und Rituale verliehen wurde, und dass er aufgrund dieses heiligen Status nicht für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden kann, weder von irdischen Behörden noch von Parlamenten. Familien, die ihre Stammesgeschichte bis in die antike Vergangenheit zurückverfolgen, sagen, dass die großen Zivilisatoren der Menschen geheimes okkultes Wissen weitergegeben haben und dass sie als Herrscher über diese Zivilisationen auserwählt wurden. Dieses okkulte Wissen wird von Generation zu Generation zusammen mit dem Priestertum und dem Königtum durch Blutlinien, Geheimgesellschaften, geheime Riten und Einweihungen weitergegeben. Man liest Ideen wie diese beim 33. Grand Sovereign Commander Albert Pike, wenn er über die Mysterien, die Moral und das Dogma spricht, sagt er etwas wie, die heilige Kabbala oder die Tradition der Kinder Seths wurde von Abraham aus Chaldea mitgebracht, von Joseph der ägyptischen Priesterschaft gelehrt, von Moses wiedergewonnen und geläutert, unter den Symbolen der Bibel verborgen, vom Erlöser dem heiligen Johannes offenbart und unter den häretischen Gestalten, die denen des gesamten Altertums und der Apokalypse des Apostels entsprechen, vollständig enthalten. Oder wie Gary K. in Der Weg zur globalen Besatzung, Seite 74, sagt, alle antiken Mysterien hatten zum Beispiel eine okkulte Priesterschaft, die in Verbindung mit einem ernannten Priesterkönig das Land im Reich regierte. Um in die Priesterschaft einzutreten, musste man immer eine Reihe von geheimen okkulten Ritualen und Einweihungen durchlaufen. Oder wie es Fritz Springmeier in Blutlinien der Illuminati auf Seite 2 formuliert, vor langer Zeit, in den dunklen, ungeschriebenen Seiten der Menschheitsgeschichte, entdeckten mächtige Könige, wie sie andere Menschen durch Folter, magische Praktiken, Kriege, Politik, Religion und Zinsnahme kontrollieren können. Diese Elitefamilien entwickelten Strategien und Taktiken, um ihre okkulten Praktiken aufrechtzuerhalten. Schichten über Schichten der Geheimhaltung haben diese Familien vor den profanen Massen verborgen, aber so mancher Autor hat ihre Existenz gestreift, fährt er fort und sagt, eine Blutlinie war ägyptisch-keltisch-druidisch, aus der sich das Druidentum entwickelte. Eine Blutlinie war im Orient und entwickelte die orientalische Magie. Eine Blutlinie stammte aus Kanaan und den Kanaanitern und wieder Seite 3. Die Mysterienreligionen hatten jeweils ihre geheimen Räte, die sie beherrschten, und diese Räte selbst standen unter der Leitung eines geheimen obersten großen Rates oder einer leitenden Körperschaft. Die Mysterienreligionen wiederum beherrschten die Massen und die politischen Führer. Stehen die Adepten und Stufen von heute immer noch in Kontakt mit diesen Göttern oder höherer Intelligenz, die durch Weltführer in der Geisterwelt höherer Daseinsebenen wirken?
Nun ja, laut Manly Hall. In seinem Buch Die verlorenen Schlüssel der Freimaurer-Ära, Seite 18, in der Freimaurer-Ära sind die Geheimnisse der Schöpfung verborgen, die Antwort auf das Problem der Existenz und der Weg, den der Schüler beschreiten muss, um sich denen anzuschließen, die wirklich lebende Mächte hinter den Thronen der modernen nationalen und internationalen Angelegenheiten sind. Auf Seite 57 sagt er, der Meisterfreimaurer, wenn er wirklich ein Meister sein will, steht in Verbindung mit diesen unsichtbaren Mächten, die die Geschicke des Lebens lenken. Oder wie Walter Leslie Wilmhurst in der freimaurerischen Einweihung auf Seite 87 sagt, doch in der tatsächlichen Erfahrung der Seelenarchitektur folgt die Einweihung auf immer höheren Ebenen der Letzteren, wenn ein Individuum ihnen entsprechend gerecht wird, fähig ist, ihre Belastungen zu ertragen und ihre Offenbarungen zu assimilieren. Oder wie Manly Hall weiter sagt und was die alte Weisheit von seinen Jüngern erwartet, auf Seite 22, zu dem Zweck, diese Weisheit weise unter allen Völkern der Erde zu verbreiten, wurden die Schulen der alten Mysterien eingerichtet, nicht durch den Willen der Menschen, sondern durch den Willen der Götter selbst, die durch Kanäle arbeiten, die aus den höchstentwickelten Kindern der Erde ausgewählt wurden. Nachdem sie diese Schulen errichtet hatten, wurden diese höheren Intelligenzen zu den zentralen unsichtbaren Kräften dieser Schulen und stehen immer noch in tatsächlicher Kommunikation mit den Adepten und Meistern, die gegenwärtig die Geschicke der geheimen Orden lenken. Weiter unten sagt er, diese sieben Schulen bilden zusammen mit ihren Zweigen in allen Teilen der Erde die große weiße Loge. Dies ist die göttliche Institution, die dazu bestimmt ist, unserem Planeten die alte Weisheit zu vermitteln. Sie setzt sich aus allen Eingeweihten in den Tiefen des Weißen Pfades zusammen und bildet die unsichtbare Regierung der Erde. Lasst uns also kurz zusammenfassen, was wir bisher haben. Wir haben ein göttliches Recht der Könige, auf der Grundlage eines geheimen okkulten Wissens zu herrschen, überliefert von den alten Zivilisationen durch Götter oder halbgöttliche Wesen, die die Menschheit zivilisieren, erziehen und aufklären und die in Weisen gelehrt werden, die eine okkulte Priesterschaft darstellen. Die die Mysterienschulen gegründet haben, die dieses alte okkulte Wissen bewahren, die dann durch Rituale und Riten jene einweihen, die sich als würdig erweisen, einer bestimmten Blutlinie anzugehören, um der nächste Führer, Herrscher, König, Kaiser zu werden, wobei sie immer noch in Kontakt mit diesen übernatürlichen Intelligenzen auf anderen Ebenen der Existenz stehen, die diese Welt als unsichtbare Regierung durch ihre Eingeweihten regieren. Alles klar, verstanden. Die Bewahrung der Blutlinien scheint also eine wichtige Aufgabe zu sein, damit das ganze System funktioniert. Von welchen Blutlinien ist also die Rede? Dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Pause. You can support us by going to patreon.com/theiconicpodcast and making a monthly pledge. You can also support us by going to theiconiclabel.com and purchasing a hat. Zurück zum Thema. Die Erhaltung dieser Blutlinien scheint eine wichtige Aufgabe zu sein, damit das gesamte System funktioniert. Von welchen Blutlinien sprechen wir genau? Blutlinien der Illuminati wurde in einem dreibändigen Set neu aufgelegt. Band 1 enthält die ersten 8 der 13 Top-Illuminati-Blutlinien, die Familie Astor, die Familie Bundy, die Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee und Onassis. Band 2 enthält die restlichen 5 der 13 Top-Illuminati-Blutlinien, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyan und Merowinger. Band 3 enthält die 4 anderen prominenten Illuminaten-Blutlinien, Disney, Reynolds, MacDonald und Krups. Was haben wir also bisher? Wir haben also diese Vorstellung von alten Blutlinien, die an ein besonderes okkultes Wissen gebunden sind, das entweder von übernatürlichen oder quasi übernatürlichen Wesen vor einer katastrophalen Flutperiode an eine Priesterschaft weitergegeben wurde, und von Weisen, die die Menschheit zivilisierten und diejenigen, die das alte okkulte Wissen erhielten, zu Herrschern machten. Seit Jahrtausenden haben sich diese Könige, Königinnen, Pharaonen, Kaiser gekreuzt, um ihre Blutlinien der alten Sumer in Babylon zu bewahren und zu verewigen. Jetzt Irak, Ägypten waren, in Europa erweitert und wurde die Rolle in aristokratischen Familien, die durch das britische Empire und die von Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland regiert. Im Laufe der Zeit haben sie also Marionettenweltbeherrscher eingesetzt, die ihre wahre Identität verbergen und im Hintergrund regieren, so dass niemand wirklich weiß, wer die Welt regiert. Tatsächlich ist ihre Herrschaft so weit verstreut, dass es schwer vorstellbar ist, dass eine so kleine, ausgewählte Gruppe die Welt durch ihr vermeintlich göttliches Recht regiert.
Sie wissen, dass Nationen kommen und gehen, dass Reiche aufsteigen und fallen und dass auf das goldene Zeitalter menschlicher Errungenschaften das dunkle Zeitalter der Torheit und des Aberglaubens folgt. Um also die Frage zu beantworten, was die neue Weltordnung wirklich ist. Nun, sie ist eine Synthese aus dem göttlichen Recht der Könige zu herrschen, einem systematischen Plan, die alten Blutlinien intakt zu halten, der Aufrechterhaltung des geheimen okkulten Wissens, das durch Rechte und Rituale weitergegeben wird, dem Aufbau einer erleuchteten Gesellschaft, die würdig ist, in diesem neuen System zu leben. Die Elite behauptet, mit den Ursprungspersonen dieses alten okkulten Wissens in Kontakt zu stehen. Diese Ursprungspersonen dieses alten okkulten Wissens befinden sich auf einer anderen Ebene der Existenz und werden als Hierarchie bezeichnet. Die Hierarchie wird sich offenbaren, wenn die Zeit reif ist, und diejenigen, die auf diese Ziele hinarbeiten, werden globale Weltdiener genannt, wie wir sehen werden. Nun, wer sind diese Leute wirklich? Sie sind Überlebende der Vergangenheit des Imperiums, die sich aus Superhändlerfamilien, Barbarenkönigen, Bankiersfamilien, die im Mittelalter gegründet wurden, und königlichen Familienblutlinien zusammensetzt, die durch die Zeit vom alten Babylon über die mittelalterliche Geschichte bis nach Rom, das moderne Europa, Nordamerika und jetzt weltweit verfolgt werden. Und so erhält man diese vorgeschlagenen Blutlinien wie die Astor-Familie, die Collins-Familie, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyan, Merovingian. Und so erhält man die korrigierten Namen Bruce, Cavendish, Dimitri, Rockefeller, Romanov, St. Clair, Warburg, Windsor. Und dann haben wir die ptolemäischen oder päpstlichen Blutlinien, Orsini, Aldobrandini, Somalia Fornazi. Und dann gibt es noch andere saturnfremde Blutlinien, oder die 13 zoroastrischen Blutlinien, das Haus Borgia, und so weiter. Der Familienaspekt ist jedoch nicht annähernd das ganze Paket, denn obwohl es mächtige, wohlhabende Familien gibt, verblasst ihre Macht und ihr Einfluss im Vergleich zu denen, die glauben, dass sie das alte okkulte Wissen beherbergen. Und diejenigen, die nicht nur die Kontrolle über diese Familien haben, sondern auch über das okkulte Wissen, den Überbau der Geheimgesellschaften, die Verwalter der alten okkulten Priesterschaft, die aber auch die Macht haben, neue Kandidaten zu initiieren, die würdig sind, an dem teilzunehmen, was sie das große Werk oder den Orden der Suche oder den großen Plan und den Aufbau dieser neuen erleuchteten Welt nennen. Was steckt also wirklich hinter den Kulissen? Hinter den Kulissen scheint es sich um ein globales System zu handeln, das so strukturiert ist, dass das göttliche Recht der Könige zu herrschen, intakt bleibt, während sie gleichzeitig die Verwalter des alten okkulten Wissens der alten Mysterienreligionen sind. Unglücklicherweise stehen wir in diesem Plan nicht allzu weit oben im Organigramm. Wir werden als nutzlose Esser betrachtet, als Virus, der diesen Planeten infiziert, als Hindernisse für den Fortschritt und das ultimative Schicksal der Erleuchteten, die zur Leibeigenschaft im Dienste unserer irdischen Herrscher degradiert werden. Und so steht hinter der gegenwärtigen Zufälligkeit der Weltereignisse dieses uralte okkulte Netzwerk. Das Netzwerk wird von uralten sich kreuzenden Blutlinien und ihren Ablegern kontrolliert, die von den 13 Familien angeführt werden. Um das uralte Wissen der Mysterienreligionen zu bewahren, wurden die Arkanen Mysterienschulen gegründet, um diese Informationen weiterzugeben. Dieses Wissen wird bewahrt und ist nur denen vorbehalten, die sich als würdig erweisen. Und so sind sie hinter verschiedenen Rechten und Ritualen versteckt. Und es muss eine Gesellschaft entstehen, die in diesem alten okkulten Wissen geschult ist, die die endgültige erleuchtete Gesellschaft sein wird, die würdig ist, auf dieser Erde zu leben, in diesem neuen Zeitalter, das gerade errichtet wird. Dies ist der Grund, warum alle Anführungszeichen das Wort neu als Präfix für das haben, was sie tun. Dies ist die neue Ordnung der Zeitalter, eine neue gesellschaftliche Strukturierung, dies ist die neue Weltwirtschaftsordnung und die wirtschaftliche Umstrukturierung. Dies ist die neue Weltordnung oder die Umstrukturierung der Weltregierung. Oder die New Age-Bewegung oder die Umstrukturierung der Weltreligion. Diejenigen, die die Erleuchteten sind, werden nicht das göttliche Recht der Könige haben, sich selbst zu regieren, sondern lediglich von der Elite regiert werden, die im Hintergrund durch dieses heilige okkulte Wissen regiert hat. Deshalb ist die Numerologie so wichtig für sie. In Übereinstimmung mit dem großen Plan müssen Ereignisse in bestimmten Zeitrahmen durchgeführt werden, die dieses alte okkulte Wissen ehren und von der Hierarchie bereitgestellt werden. Deshalb seht ihr, dass bestimmte wichtige Ereignisse mit Präzision auf bestimmte astrologische Zeichen, numerologische Zeichen, basierend auf bestimmten Daten in bestimmten Breiten- und Längengraden, unter Verwendung bestimmter magischer Zahlen oder einer Wiederholung bestimmter Zahlen, abgestimmt sind.
wie 3, 6, 11, 13, 32, 33, 36, 39, die ihr alle in den Medien sehen werdet. Wie Wynn Westcott in seinem Buch Die okkulte Macht der Zahlen sagt, Zahlen sind der Schlüssel zu den alten Ansichten der Kosmogonie in ihrem weiten Sinne, sowohl spirituell als auch physisch betrachtet, zur Entwicklung der heutigen menschlichen Rasse. Alle Systeme der religiösen Mystik basieren auf Zahlen. Die Zahlen 3, 5, 7, 9, 11, 13 und 33 und alle Vielfachen davon haben eine esoterische Bedeutung und werden auf vielfältige Weise verwendet. Sie sind geometrisch in Markennamen verschlüsselt und in Firmenlogos enthalten. Sie werden als Nummern von REDS-Mitgliedern, Unterzeichnern und wichtigen Dokumenten verwendet. Sobald man sich der Numerologie bewusst ist, sieht man sie buchstäblich überall und bei jedem bedeutenden Ereignis und fragt sich, warum habe ich das nicht schon früher gesehen? Erinnere dich also an unsere Liste. Göttliches Recht der Könige zu herrschen. Ein systematischer Plan, um die alten Blutlinien intakt zu halten. Aufrechterhaltung des geheimen okkulten Wissens. Weitergegeben durch Riten und Rituale. Und dadurch eine erleuchtete Gesellschaft aufzubauen, die würdig ist, in diesem System zu leben, und in diesem System werden die Menschen vollständig von der selbsternannten Elite kontrolliert, die behauptet, in Kontakt mit den Originatoren des alten okkulten Wissens zu stehen, die sie von einer anderen Ebene der Existenz aus leiten und eine Gesellschaft vorbereiten, die ihrer Manifestation der Hierarchie würdig ist. Und so drückt es Alice Bailey in den 24 Büchern der esoterischen Philosophie aus, die Externalisierung der Hierarchie. Sagt sie auf Seite 17. Die Zeit ist nun gekommen, in der es genügend Menschen gibt, die, nachdem sie selbst die religiösen und mentalen Ansätze zur Wahrheit in gewissem Maße zu definitiven Faktoren ihres Bewusstseins gemacht haben und genügend Seelenkontakt hergestellt haben, sodass sie beginnen können, die Welt der Ideen, auf den intuitiven Ebenen des Bewusstseins, zu berühren, eine neue Technik anwenden können. Nun, gemeinsam und als Gruppe können sie sensibel für die eintreffenden neuen Ideen werden, die das neue Zeitalter, das vor uns liegt, konditionieren sollen. Was bewirkt diese Konditionierung? Gemeinsam und als Gruppe können sie Ideale aufstellen und die Techniken und Methoden der neuen Denkschulen entwickeln, die die neue Kultur bestimmen werden. Wie sieht also diese neue Kultur gemeinsam und als Gruppe aus? Sie können diese Ideen und Ideale in das Bewusstsein der Massen bringen, sodass die Gedankenschulen und die Weltreligionen zu einer einzigen verschmelzen können. Okay, bis jetzt haben wir also genug Seelen, die uns konditionieren können, um eine neue Kultur zu schaffen, damit alle Religionen zu einer einzigen verschmelzen können. Um was genau zu tun? Damit die neue Zivilisation entstehen kann. Okay, damit die neue Zivilisation entstehen kann, diese erleuchtete Gesellschaft, die eine neue Kultur hervorbringt, und diese neue Zivilisation wird was tun? Nun, sie wird die mentale und emotionale Fusion der Techniken des piscianischen Zeitalters hervorbringen, und sie wird so die individuelle Manifestation des Plans Gottes für die unmittelbare Zukunft auf der physischen Ebene hervorbringen. Nun, das ist interessant. Auf welchen Gott würde sie sich in diesem Plan beziehen, den sie versuchen, in diese physische Existenzebene zu bringen? Spoiler-Alarm, der Gott, auf den sie sich bezieht, wäre Lucifer, wie wir gleich herausfinden werden. Nachdem ihre Schriften von Lucius Trust veröffentlicht wurden, sagt sie auf Seite 3, ein dritter Faktor ist folgender. Es ist den Mystikern aller Weltreligionen und den Esoterikstudenten überall seit langem bekannt, dass sich bestimmte Mitglieder der planetarischen Hierarchie in dieser Zeit der Erde nähern. Sind das die gleichen Typen, von denen Mandy P. Hall früher sagte, dass sie die Welt hinter den Kulissen beherrschten und mit denen sie auch heute noch in Kontakt stehen? Die Antwort ist laut Mandy P. Hall, ja. In die verlorenen Schlüssel der Freimaurer-Ära, Seite 18, um sich denen anzuschließen, die wirklich lebende Mächte hinter den Thronen der modernen nationalen und internationalen Angelegenheiten sind, heißt es auf Seite 57, der Meisterfreimaurer, wenn du wirklich ein Meister bist, steht in Verbindung mit den unsichtbaren Mächten, die die Geschicke des Lebens lenken. Oder wie er in Was die alte Weisheit von seinen Schülern erwartet auf Seite 22 sagt, die Schulen der alten Mysterien wurden nicht durch den Willen der Menschen gegründet, sondern durch die Götter selbst, die durch Kanäle arbeiteten, die von den am höchsten entwickelten Kindern der Erde ausgewählt wurden. Nachdem sie diese Schulen gegründet hatten, wurden diese höheren Intelligenzen zu den zentralen unsichtbaren Kräften dieser Schulen und stehen immer noch in tatsächlicher Kommunikation mit den Adepten und Meistern, die gegenwärtig die Geschicke dieser geheimen Orden lenken.
Weiter unten sagt er, diese sieben Schulen bilden zusammen mit ihren Zweigen in allen Teilen der Erde die große weiße Loge. Sie ist die göttliche Institution, die dazu bestimmt ist, unserem Planeten die alte Weisheit zu vermitteln. Sie setzt sich aus allen Eingeweihten und den Tiefen des weißen Pfades zusammen und bildet die unsichtbare Regierung der Erde. Nun, was ist die Hierarchie? Dazu kommen wir nach der kleinen Pause.